Hi ihr Lieben, heute gibt es kein Rezept, denn heute geht es mal um ein ernsteres Thema. Denn wie ihr alle bereits wahrscheinlich mitbekommen habt, bin ich Teil der Nicht-Egal-Kampagne von YouTube und habe euch dazu am Mittwoch wortlos das Manifest hochgeladen. Heute würde ich mich gerne dazu äußern. Für Nicht-Egal haben sich mehrere YouTuber zusammengeschlossen, um euch zu zeigen, dass Hass einfach nicht egal sein darf. Und dabei geht es nicht um irgendeinen speziellen Hass, sondern generell um Hass jeglicher Art. Ich bin sehr stolz, dabei zu sein und stehe auch hundertprozentig dahinter, denn Hass ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und man hat ja auch in der Vergangenheit schon gesehen, dass Hass sehr, sehr schlimme Folgen haben kann und auch schon Menschen zum Beispiel in den Selbstmord getrieben hat. Ich selbst musste in der Vergangenheit auch schon sehr viel Erfahrung mit Hass machen in Bezug auf Rassismus. Warum, ist ja offensichtlich, wegen meinen halb asiatischen Wurzeln. Das finde ich sehr, sehr schade und ich möchte einfach hier auf meinem Kanal, in meiner Welt, keinen Hass. Und versteht mich da bitte nicht falsch, also es geht nicht um Kritik oder sonstiges, es geht wirklich um Hass, also wenn man ausfallend wird oder jemanden angreift. Und ja, das hat bei mir einfach nichts zu suchen, denn wir sind einfach ein Koch, Reisekanal und ja, bei solchen Themen gibt es einfach keinen Grund für Hass. Es scheint auch so zu sein, dass immer mehr Menschen Meinungsfreiheit damit verwechseln, dass sie überall irgendwas Schwachsinniges hinschreiben sollen oder können und das auch teilweise nicht unbedingt sehr nett. Das hier ist unser Kanal. Wir haben hier die redaktionelle Freiheit und entscheiden uns auch im mildesten Falle dazu, Kommentare zu löschen, da wir es einfach nicht tolerieren, wenn jemand hier auf unserem Kanal angegriffen wird. An diesem Punkt möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Zuschauern bedanken. Ich finde, dass die Mehrheit wirklich tolle Menschen sind und auch immer lieb und nett reagieren. Und ich bin auch dankbar für konstruktive Kritik. Damit kann ich, also mit all diesen Sachen kann ich super umgehen. Und es ist auch wirklich nur sehr, sehr selten vorgekommen, dass wirklich jemand, ich sag mal, arschig reagiert hat. Und ja, an dieser Stelle einfach ein großes Dankeschön an euch. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr euch auch einbringt und wenn ihr seht, dass irgendjemand Hilfe braucht im Netz, dass ihr da auch einspringt und demjenigen helft, wenn ihr seht, dass dieser in Not ist. Und wenn ihr nicht unbedingt wisst, was ihr da jetzt schreiben könnt, dann könnt ihr zum Beispiel auch einfach bei jemandem, der es schon positiv kommentiert hat, einen Daumen oben da lassen. So, und jetzt kommen wir zu einem schöneren Teil, der auch Spaß macht, denn da mich das Thema Rassismus betroffen hat oder immer noch betrifft, haben wir uns dazu eine schöne Aktion überlegt, die garantiert mit jedem von euch zu tun hat. Ehrt doch mal die, die für euch immer super leckeres Essen kochen und macht einfach mal ein Selfie, ein Snap oder ein kurzes Video mit euren Lieblings-Imbiss- oder Restaurantbetreibern. Egal ob jetzt Dönerbude, Asia-Imbiss, afrikanisches Restaurant oder Inder, zeigt einfach mal, wie dankbar ihr für das tolle Essen und die Leute, die es für euch zubereiten, seid. Denn sonst müsstet ihr jeden Tag Kartoffelsalat mit Schnitzel essen. Das ist zwar auch sehr lecker, aber auf die Dauer ist es dann doch schon schön, so eine große Vielfalt an Essen zu haben. Wie gesagt, macht einfach ein Selfie, ein Snap oder ein kurzes Video und postet es unter dem Hashtag #nichtegal auf euren sozialen Plattformen. Und wenn ihr möchtet, dass wir das sehen, dann markiert uns auf jeden Fall. Wenn ihr also Lust habt, dass euer Foto- oder Video-Statement in einem unserer Videos vorkommt, dann sagt uns einfach Bescheid. Ich hoffe und würde mich freuen, wenn ganz viele von euch mitmachen und bin schon super gespannt auf eure Beiträge. Und hier gibt's noch ein paar Selfies mit meinen Lieblingsimbissen.